select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Stillstand, das soll kaputt sein. Die Gewinner ist 10:0:1. Dennis, man sieht euch die Verbitterung an. Es wäre mehr drin gewesen gegen den jetzigen Tabellenführer. Kann man trotzdem aus dem Spiel Positives mitnehmen? Ja, dass wir uns viele Chancen herausgespielt haben. Aber ja, was sollen wir Positives rausholen, wenn wir nach so einem Spiel mit 0 Punkten nach Hause fahren? Ja, das ist schwer jetzt direkt so nach dem Spiel. Ja, was hat euch heute gefehlt oder war es Pech? Vielleicht das Quäntchen Glück hat gefehlt. Wir hatten auf jeden Fall die klar besseren Chancen. Auch mehr Chancen als der Gegner. Und dann am Ende einfach unglücklich das Tor bekommen. Ja, war schade. Wir hatten zur Halbzeit schon 3 Chancen, danach nochmal 2, 3 hochkarätige Chancen. Einfach nur Pech gehabt, ja. Ihr habt ja euch in der Sommerpause, gab es ja relativ viele Wechsel, aber jetzt nicht unbedingt die Leistungsträger, die gegangen sind. Wie siehst du die Mannschaft und was man sich vornehmen kann? Ich finde die Mannschaft überragend. Wir haben uns richtig, richtig gut entwickelt. Wir spielen guten Fußball aus meiner Sicht und wir stehen jetzt hinten bombensicher und nach vorne kriegen wir auch immer unsere Chancen. Das Problem ist, dass wir heute unsere Chancen nicht gemacht haben. Aber das ist auf jeden Fall eine extreme Steigerung, was die Mannschaft anbetrifft. Wie bitter oder wie heftig trifft euch jetzt die Verletzung von Dominik Salz? Ja, jetzt erstmal ein heftiger Schlag. Jetzt müsst ihr erstmal schauen, was er hat. Und ja, schaut nicht so gut aus. Auf jeden Fall bitter. Nächster Gegner, Neckars Ulm. Was meinst du, was das für ein Spiel wird? Auf jeden Fall ein ähnliches Spiel. Wir versuchen da auch wieder das Spiel in unsere Hand zu nehmen, das Spiel zu führen und Torchancen rauszuspielen. Hier daheim hoffen wir auf jeden Fall, dass wir da dann 3 Punkte hier behalten können und wollen das Spiel jetzt unbedingt gewinnen, was wir heute verschenkt haben. Dennis, danke für das Interview und viel Erfolg. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.